der Auftritt hinter dem Vorhang wird gleich eine Riesenüberraschung geben, weil es ist wirklich eine sehr, sehr ausdrucksstarke Stimme. Diese Stimme löst in mir sehr viel aus, vor allem, weil ich auch mit der Stimme groß geworden bin. Und ich bin sehr stolz, dass die Stimme es so weit geschafft hat. Und wenn sich jemand umdreht, das wäre egal, wer wäre sehr schön. Also Deutschland, aufgepasst. Genau hinhören und lasst euch überraschen. Du machst seit Tagen nicht mehr auf. Hast dir ein Märchenschloss gebaut. In deinem Zimmer tanzt der Staub. So sehen keine Gewinner aus. Lass mich deine starke Schulter sein, wenn der Wind sich gegen dich dreht. Ich will deine starke Schulter sein. Wenn du willst, kannst du dich neben mich legen. Zieh dir die Decke bis zum Kinn. Ich warte, bis du. Er war am Anfang unsicher, aber jetzt ist er absolut, ich bin ein Star. Nimm dich an meiner Schulter. Hallo, ist da jemand? Hallo? 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 Glaubst du, es hat sich jemand umgedreht? Ich hoffe es. Willst du mal sehen, wie viel sie umgedreht haben? Ja, bitte. Lass runter das Scheißding. Ich bin der Tai, bin 19 Jahre alt. Wow. Oh. Und komme aus Brockhagen. Wollt ihr ihn auch noch mal singen sehen? Also yeah, ich würde ihn noch mal ganz... Ist das okay für dich? Klar. Okay, let's go. Ich will deine starke Schulter sein. Tai, das war echt cool. Das hatte nämlich so eine Mischung aus Coolness und doch Kraft. Und das ist was sehr Besonderes. Und ich glaube, das hat dafür gesorgt, dass die anderen sich umgedreht hatten, nachdem wir uns alle... Das stimmt nicht, ne? Nein, das stimmt nicht. Andreas hatte sich zuerst umgedreht. Das spielt aber auch keine Rolle, wann sich wer umdreht. Was wirklich eine Rolle spielt, ist, wie viele sich umdrehen. Und du hast es geschafft, dass alle dich sehen wollten. Und am geilsten wäre es, wenn du zu uns ins Team kommst. Vielen Dank. Ja, Tai, du hast eine
unfassbare Sehnsucht in deiner Stimme. Deswegen habe ich auch sofort gedrückt, weil da ist was Magisches da, wenn du singst. Und es stimmt tatsächlich, dass es hier nicht darum geht, wer sich als Erster umgedreht hat, sondern wer am meisten an dich glaubt. Und das bin ich. Hallo, Ty. Hi. Yo, Ty. Me first. Oh. Das ist sehr gentlemanlike. Finnischer Brauch ist das. Hey, schöne Parkett bist du. Was? Großer, starker Mann, aber er sagt Parkett. Eine fucking Kombination. Stop it! Es tut mir leid. Hi, Samu. Das war so lustig. Ich muss sagen, Samu, ist so schön, dass du wieder da bist. Was? Okay, to the point. Wenn ich dein Coach wäre heute Abend, sitzen du und ich in meinem Backstage und haben ein Bier und singen, was du willst. Also hey, wir können jetzt direkt was singen, nicht erst heute Abend. Siehst du, wie viel wir wollen dich? Ganz geil, oder? Darf ich dir vorstellen, dass Jakob, praktisch vom Team Andreas, schon mal einer, das ist Teil. Samu, du kannst ein bisschen Backings machen. Bleib ruhig sitzen. I'll be back. Don't worry, bro. Kennst du auf anderen Wegen? Ja. Ich sing das jetzt für dich. Du willst gehen, ich lieber springen. Wenn du redest, will ich singen. Wir müssen uns bewegen. Ich bin dafür, du dagegen. Ja, sei dagegen. Wir gehen auf anderen Wegen. Auf anderen Wegen, ja. Mein Herz schlägt schneller. Sie schlagen nicht mehr wie eins. Wir leuchten heller allein. Vielleicht muss es so sein. Wir teilen. Vielleicht musst du zu mir ins Team rein. Kannst du mir auch helfen? Get the fuck out. Lifesaver? Nice tuning. Weck mich, wenn du fertig bist, ja? Fuck you, brother. You wanna go or I go? I'm fighting too hard to win. Woo! Wieso kann er das jetzt? Abgekartetes Spiel! But you're my second wind. But don't you ever tire facing all my fighters. I don't need no one but you right now. Yes, it's true! So I said, hey, lifesaver, I'm drowning in despair, but you're fighting for me right until the end. You pull me back to land, and you save me once again. Fucking geil! Du bist super. You have to come to me. Love you, bro. Darf ich eigentlich auch mal was sagen? Also. So, und jetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, Yvonne Katterfeld. Danke, danke, danke. Für mich ist das Spiel eh schon gelaufen, aber ich wollte dich fragen, ob du vielleicht auch noch einen Song von mir gelernt hast. Wir suchen ja nicht nur The Voice of Germany. Weißt du, eine Stimme formt immer auch eine Persönlichkeit und eine Persönlichkeit formt eine Stimme. Und du hast vorm Vorhang gesungen, dann haben wir den Vorhang runterfallen lassen. Und eigentlich war das das Gleiche wie vor dem Vorhang. Und jetzt aber hast du völlig aufgemacht. Und ich glaube, wenn du mit mir arbeiten würdest, würde ich mit dir daran arbeiten, wie du dich mehr öffnest. Du bist ein toller Typ und es ist toll, wirklich großartig, dass du hier bist. Enough said, ladies and gentlemen. Ty. Ty.
Es ist tierisch schwer und ich habe es mir eigentlich vorher schon überlegt, nur ist es halt tierisch schwer. unter der Voraussetzung, dass wir heute Abend ein Bier zusammen trinken. Würde ich mit Andreas gehen. Yes! Ich heb ab! Ich echt cool gemacht. Willkommen im Team. Yeah! Ich freue mich vor allem auch auf deine Unplugged-Session. Guck mal vorbei auf thevoiceofgermany.de. Wird geil. Es wird sehr geil mit dir hier auch bei The Voice of Germany in den Battles.